zurück im Studio. Hier haben wir immer gearbeitet. Beim letzten Mal ging's nicht gut aus. Machen wir lieber das Licht aus. Ach. Soll ich da etwa reingehen, Wichtel? Zu spät. Wir sind schon lang drin. Bin noch nicht bereit. So, das ist der Raum vom Anfang. Bleiben. Ich sehe Leila. Früher wahrscheinlich. Würde sie doch bleiben. Ich muss mit ihr reden. Na. Ich krieg die nicht raus. Vielleicht muss ich das gar nicht. Das sind nicht mal wir. Ah. Die hier ist es. Ja, du kannst sie doch wohl selber rausziehen. Muss ich eigentlich alles hier wichteln? Lässt sich aber ganz schön bedienen hier. Oh, ich hätte gehofft, dass ich scratchen kann. Schade. Da bekommt man ja Angst. Zu langsam wichteln. Dreh das Tempo hoch. Bisschen geht's. Hör mal, wie Hörn abgeht. Der Typ konnte echt spielen. So, auf zum Schlagzeug. Moment, da ist noch eine Kamera. Ja, ob wir hier irgendwo auch Debug kehrt zurück haben? Weiß noch nicht genau, was die Kamera macht, aber schauen wir mal. Selbst Schlagzeug. Er sagte immer, Geister spielten durch ihn. Wenn er richtig loslegte, übernahmen sie angeblich Besitz von ihm. Leila, kannst du das hören? Du darfst gerne mitmachen. Okay. Okay. Schon kapiert. Wir brauchen noch ein Instrument. Mein Getrommel reicht nicht. Geh doch mal hier hin. Geht er irgendwie nicht. Geh doch mal hier hin. Geht er irgendwie gar nirgends mehr hin. Oh, ist er jetzt kaputt? Hoffe nicht. Ich brauch was, zu dem ich spielen kann. Vielleicht müssen wir uns Leila zuerst anhören. Irgendwo. Ah, jetzt bewegt er sich wieder, na Gott sei Dank. Wir müssen irgendwo ein paar Aufnahmen rumlegen. Aufnahmen brauchen wir, okay, schauen wir mal. Nicht mein Standardinstrument, aber ich hatte darin mal Unterricht. Ob ich's immer noch drauf hab? Oh, jetzt hab ich leiser gemacht. So. Nehmen wir alles, drehen wir auf 11, alles auf 11. Das da auch. Und das da auch. Das ist cool, da kann man wirklich Sachen einstellen. Das ist ja witzig. Wow. Basic. Aber ich kann nur jede dritte oder vierte Taste spielen oder so. Cool. Irgendwie finde ich den Stil beängstigend. Huh. Aufnahmen. Da liegt doch was. Da liegt doch eine Aufnahme. Kann ich die da nehmen? Wieder liegt. Ist das Leilas Band? Leilas Band. Ja, jawohl. Das ist Leilas. Es ist wahrscheinlich wichtig, dass da 69 oder 96 steht. Bloß nicht verlieren. Nehmen wir Leilas Band. Bitte?
klingt nicht richtig. Reparier das für mich, Wichtel. Ach, hier. Aber da ist überhaupt keine... Dachte, ich muss das jetzt vielleicht auf 96 stellen. Geht das bis 100? Wer hier 96, dann wahrscheinlich eher 69. Jetzt passt mal auf 10, 20. Oh, okay. Das ist sie. Dann vergesst das. Was dann war es eher so bei 33, aus irgendeinem jetzt Grund. Jetzt können wir zurück zum Backbeat. Hauen wir in die Trommel. Ach so, davon hier gezählt. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Nee, kann, stimmt irgendwie alles nicht. Ist egal. Gehen wir zur Trommel. Den richtigen Kick. Okay, Sam. Ergreif Besitz von hol Layla zu. Genau. Das ist es. Layla, spürst du das? Oh! Nur das Telefon. Okay. Aber ich finde das schon beeindruckend, weil die das, also die behaupten, und ich glaube das denen mal, dass die wirklich das ganze Spiel nur mit diesem Dreams Editor gebaut haben. Und was da alles möglich ist, was die da alles für kleine Kniffe und Details eingebaut haben und dass man den Geräten rumstellen kann und das Klavier verzerren kann und lauter so Sachen, finde ich schon sehr beeindruckend. Wenn ich ihre Nummer finde, könnte ich anrufen. Ihre Nummer? Mann, warum kann ich mir ihre Nummer nie merken? Sie ist die einzige Person, die ich je anrufe. Okay, los geht's. Mehr Nummern habe ich nicht, verdammt. Aha. Visitenkarte. Aha. Sie machte immer Werbung für die Band. 9638. Wo ist die andere Hälfte? Okay. Das kriegen wir hin. Und... acht. Ich bin so stolz auf mich. Ich erinnere mich ein bisschen an den Film Caroline. Den kenne ich, glaube ich, nicht. Hey, Layla hier. Layla? Ich bin's. Art? Hey, wo warst du denn? Eigentlich nirgends. Hör mal, ich muss dir etwas sagen. Oh, Ach so. Ich. Also. Ich war ein Trottel. Das ist wohl die Hauptsache. Ein egoistischer, mieser alter Riesentrottel. Mhm, ich höre. Worum geht's denn in Caroline? Weil mir kommt das schon bekannt vor, aber. Ja. Also, was ich... Du weißt schon. Ja. Ich wollte nicht abhauen. Ich dachte, ich zweifle an der Band. Aber in Wahrheit habe ich an mir gezweifelt. Lass mich raten, du hattest eine Erleuchtung. Hast du wieder diesen Käse gegessen? Warum ist Käse so ein Running Gag in dem Spiel? Ja, weißt du, Dornschnabel ist zurück. Ja. Ich bekämpfe ihn und kann gewinnen, wenn ihr mir alle beisteht. Layla? Bist du weg? Ich will mich entschuldigen. Ich will wieder in die Band. Layla? Ich vermisse dich, aber dein echtes Ich. Komm zur Hütte, wenn es wieder auftaucht. Mein echtes Ich? Oh, ich wache bald auf. Ich muss meinen Drachen finden. Router reparieren. Sein Herz finden. Das klingt creepy. Katka, das klingt interessant. Cludo, gute Nacht. Mach's gut, schlaf gut. Ah, oh. Wir können jetzt den anderen Roboter einsaugen und ausspucken.
Ah, ich kann auch die Blätter direkt einsaugen. Oh, dann machen die Sachen. Okay, cool. Zum Beispiel werden sie zu Plattformen. Kann der auch Doppelsprung und schweben? Nee, der kann nicht Doppelsprung, der kann nur schweben. Na gut. Ist eh klar, aber kaum bin ich nicht mehr der Spieler, kann das Ding auf einmal unendlich fliegen, der komische Elefant. Ich weiß nicht, welcher Teil meines Gehirns das träumt, aber es ist wunderschön. Ups, das wollte ich nicht. Ich verdrück mich. Jetzt wird's hier, was ist denn los? Ach so, okay. Na los, gemeinsam finden wir meinen Drachen. Okay. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Ja, cool. Also das ist schon beeindruckend, finde ich. Dass die das wirklich mit dem Editor gemacht haben und so. Wie abwechslungsreich das ist, wie viele Ideen die da auch eingebaut haben. Ist schon cool. Oh, wie soll das jetzt gehen? Ah, ich glaube, ich weiß, wie es geht. Wartet mal. Nein, so nicht. Komm her, kleiner Freund. Nee, das funktioniert irgendwie auch nicht. Ach komm, geh doch mal weg. Ich brauche schon das Blatt da. Okay. Dann vielleicht doch so, oder? Einfach mal da lang gehen. Nee, das geht nicht. Da wird es zu dunkel. Na gut. Dann versuche ich es nochmal so. Ah, jetzt hat es funktioniert. Na dann. Na dann. Kann der Elefant unendlich fliegen? Nee, auch nicht. Bei weitem nicht. Dann ist es eigentlich besser, den kleinen Roboter zu nehmen. Der ist in der Luft mobiler. Oh nein, das habe ich jetzt leider von der Optik her ganz falsch eingeschätzt. Aber, cool. Oh oh. Darum geht es. Manchmal merkt man erst in der Einsamkeit, was man wirklich... Da ist es. Da schaue ich nach dem Stream vielleicht, hält uns nichts mehr auf. Ob es Caroline auf Netflix gibt. Er klingt nämlich interessant. Und ein bisschen verstörend. Wie ein Rumblepack auf dem Tisch. Uh-oh. Wir werden dich kriegen, Dorschnapp! Wir alle werden dich kriegen. Ich konnte jeden Moment aufwachen. Mir blieb nicht viel Zeit, meinen Drachen zu kriegen. Zu finden, was fehlt. Für die Band zu kämpfen. Für Layla. Foxy! Francis! Los geht's! Nee, gibt's scheinbar leider nicht. Ich hab grad geguckt nebenbei. Schade. Warum sind das die aufgeblähten Köpfe von dem Zugwärter-Wächter-Kerl? Der wirklich der Böse in der Geschichte? Ja.
verstehe ich nicht. Mache ich einfach mal alle fertig. Ultra Instinct! Danke fürs Subscriben. Freut mich sehr. Schön, dass du mit dabei bist. Wie geht's? Ah, warte mal. Na also. Was in aller Welt ist das? Du kannst nicht gewinnen. Du bist nicht gut genug für sie. Nimm jetzt mal den Fernkämpfer. Ich habe irgendwie das Gefühl, machst du unnötig schwer mit dem Hammer. Wenn ich dir auch einfach in der Entfernung killen kann. Oh! Dammit. Und schon sind wir tot. Caroline ist nicht mehr auf Netflix. Ach, schade. Schade, schade. Oh! Gemein. Komm schon. Ach komm. Das ist aber wirklich gemein. Ich muss die quasi, genau, besiegen, während die am Boden sind, aber gleichzeitig muss ich ausweichen, während die am Boden sind. Ach, Mist. Ich dachte, das schwingt zwischen den Ebenen. Aber ist egal. Geholte Blöcke, geholte Kugeln hat man scheinbar. Oh nein, ich hätte nur einen Block kaputt machen sollen. Naja, was soll's. Oh Gott, die böse Box greift uns auch an. Hilfe! Warum haben die Boxen auch so Mützen auf? Oh Gott. Ob das jemals aufhört? Ich glaube, ich habe es geschafft. Schnell, mein Gott, ich dachte schon, die kriegen mich jetzt kurz vor der Fahne. Das wäre so ärgerlich gewesen. Lauf, Foxy! Alle verlassen. Auch Lena. Die Band verlassen. Landswing. Ruthor. Sie brauchen dich nicht. Aber ich brauche sie. Nein, werden wir nicht. Wir werden dich besiegen, Steinkopf. Steinkopf. Ground Person. Was? Los, uns bleibt nicht viel Zeit. Wir sind schon auf dem Weg. Haben wir da eigentlich eine Bombe auf unserem Kopf oder was ist das plötzlich? Einfach schwimmen. Oh oh, das war nicht gut. Puh, knapp. Ups. Anderer Charakterbot, kommst du? Ach, der kommt da wieder nicht durch. Ich verstehe. Müssen wir ihn durchpusten.
Nein, warte mal. Er drückt. Wir waren nah dran. So nah. Ach so, wir hätten da nicht runter sollen. Doch, natürlich schon. Ja, ich glaube, ich hätte auch stehen bleiben können, aber passt schon. Caroline ist meist um Halloween auf Netflix. Ah, Latres, hallo. Lateres. Hi. Ich schaue dann Katka. Ich habe eh gerade geguckt, dass es ein Link ist. Ich setze mal, den gibt es quasi auch auf YouTube. Da ist er. Wo haben wir denn das neue Herz? Ja, das ist, wo haben wir das denn her? Das habe ich gerade gar nicht mitbekommen. Ist egal. Jetzt bin ich gespannt. Ich hoffe, dass wir jetzt mit dem coolen Riesenroboter cool rum actionen. Actionen. Debug! LED! Lasst ihn leuchten. Ah, das habe ich in den News gesehen. Stimmt. Das Remake vom ersten Pokémon-Film oder so gibt es jetzt auf Netflix. Seht ihn euch an! Yeah! What? Okay. Aufhören! Geht weg! Kommt mit mir ein! Das ist ziemlich cool. Wird er was anderes? Ah, er ist der Bassist. Ich verstehe. Cool. Das ist echt cool. Oh, jetzt ist es quasi ein Dual-Stick-Shooter außerdem. Fällt mir gerade auf. Das ist schon sehr witzig. Schade, dass nicht beide gleichzeitig schießen können. Oh, aufladen kann man auch noch. Finde ich cool. Wir schaffen das. Das wäre echt cool, wenn er mitschießen würde. Der andere. Ah, jetzt spielt er. Los, los, los! Au, spinnt der. Das ist ziemlich cool, oder? Oh, cool, jetzt kann man sogar ausweichgleiten und das macht auch noch
Auch noch ein cooles Riff. Jetzt ist die Hintergrundmusik schon so laut geworden, da hört man es nicht mehr richtig, schade. Naja, ist schon ziemlich cool. Oh, jetzt hat es sich verändert. Also das finde ich jetzt schon richtig cool. Oh, jetzt sind wir tot. Jetzt sind wir richtig tot. Die sind zielsuchend, die Dinger. Das ist gemein. Oh, hier anscheinend sollte man dann nicht runter, verdammt. Aber wohin denn dann? Soll ich die kaputt machen hier? Ich kann sie zumindest kaputt machen. Und ich muss wirklich nicht darüber. Das sieht aber so aus, als müsste ich darüber. Ja, doch. Ich darf nur nicht von da oben springen. Okay. Mensch, zweiter Charakter, du könntest auch mal was machen. Machen wir mal ein bisschen Bassisten-Action. Aber bei dem hört man leider beim Ausweichen nichts, das finde ich schade. Dammit. So knapp. Nochmal. Wir sind schon durch. Könnte ich die nicht von hier einfach jetzt ganz gemütlich wegschießen? Das ist natürlich praktisch. Landswing! Wir retten dich, Kleines! Boss Arena. Von den Drachen. Okay. Nächste Runde. Oh Mann, ey, die Dinger sind echt gemein. Kisten, die ich nur mit dem aufgeladenen Schuss killen kann. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, ob die kleinen blauen großartig Schaden machen. Die haben mich schon so oft berührt. Aber gut. Wahrscheinlich, wenn mich die öfter mehrmals treffen würden. Komm schon, hau doch ab. Ich will den Rammvogel erwischen. Ja! Yeah. Da fliegt die Box.
So, und was jetzt mit dem Riesenroboter? Landswing. Der sieht ein bisschen aus wie dieser Alien aus Star Wars, der Pilot vom Millennium Falcon dann in der letzten Schlacht, der Co-Pilot von Lando. Machen wir das gerade? Haben wir den Kopf jetzt repariert und jetzt ist alles gut? Ist ein glücklicher Kopf? Wahrscheinlich.